Ja, Kurt Tucholsky wetterte schon 1919 gegen den Krieg mit einem großartigen Text: Krieg dem Kriege. Sie lagen 4 Jahre im Schützengraben. Zeit, große Zeit. Sie froren und waren verlaust und haben daheim eine Frau und 2 kleine Knaben. Weit, weit. Und keiner, der ihnen die Wahrheit sagt. Und keiner, der aufzubegehren wagt. Monat um Monat. Jahr um Jahr. Ja. Sie sahen die Kameraden fallen. Das war das Schicksal bei fast allen. Verwundung, Qual wie ein Tier und Tod. Ein kleiner Fleck Blut im Mund. Und man trug sie fort und scharte sie ein. Wer wird wohl der Nächste sein? Und ein Schrei von Millionen stieg auf zu den Sternen. Werden die Menschen es niemals lernen? Gibt es ein Ding, für das es sich lohnt? Wer ist das, der da oben droht? Brüder, Brüder, das darf nicht wieder geschehen. Wir haben alle gesehen, wohin ein solcher Wahnsinn führt. Das Feuer brannte, das sie geschürt. Löscht es aus! Die Imperialisten, die da drüben bei jenen Nisten, schenken uns wieder Nationalisten. Und nach 20 Jahren kommen wieder neue Kanonen gefahren. Das wäre kein Friede, das wäre Wahn. Der große Tanz auf dem großen Vulkan. Du sollst nicht töten, hatte einer gesagt. Und die Menschheit hört's und die Menschheit klagt. Will denn das niemals anders werden? Krieg dem Kriege und Friede auf Erden.